Selbstverständlich gibt es auch andere Bereiche, die eine neue Verfassung regeln sollte. Dazu nur stichpunktartig, also Artikel Recht auf Wohnen, ganz allgemein, Recht auf Eigentum, Recht auf Energie, Recht auf Wasser, Recht auf Arbeit, Recht auf Heilfürsorge, Recht auf zinslose Hypothek und für Wohneigentum Recht auf Pachtland. Ja, mein Name ist Peter Schmidt und diesen Text habe ich geschrieben am 21. Januar 2015. Ja, da kann ich an der Stelle nur sagen, lesen Sie bitte das Buch weiter oder kommen Sie nächstes Mal zum Neuschwarmland-Treffen. Das 307. Neuschwarmland-Treffen wird heute in 14 Tagen sein, also das ist dann der 10. Juli, wieder hier am gegebenen Ort. Dann erfahren Sie, was der Geheimdienst dem Premier über das KG, das Geheimkommandogeschwader KG 200 mitgeteilen konnte, was Sie denken, erfahren zu haben. Ja, wenn Sie noch Kraft haben, dann denke ich, fahren wir fort, weil es ist nicht mehr viel, was wir haben. Diesmal geht es um eine Veröffentlichung. Ich erhalte von Magazin 2000 Plus häufiger so eine Ausgabe. Ich bin da nicht Abonnent, aber ich kenne die Herausgeberin und die Chefredakteurin Ingrid Schlotterbeck persönlich und die haben auch schon mal einen Artikel von mir gebracht in der Ausgabe Nummer 299, nicht da. Habe ich mal was zu einem anderen Thema geschrieben, und zwar über die Greening the Desert Programm von Herrn Gaddafi, was ja die alliierten Kräfte in Grund und Boden gebombt haben, zumindest was den Gaddafi anbelangt. Das Wasser wollen sie bestimmt haben, weil das Wasser, was Herr Gaddafi da in 30 Jahren hat fördern lassen, das ist mehr wert als das Erdöl in seinem Land, nicht? Und zurückblickend muss man natürlich sagen, dass die Flugverbotszone nicht des UNO-Sicherheitsrates, wo sich ja 5 Länder enthalten haben, nicht unter anderem auch Bundesrepublik Deutschland hat sich ja enthalten, da der damalige Außenminister hieß Westerwelle, ne? Er ist dafür ja dann abgestraft worden, nicht? Die FDP ist ja nicht wieder in den Bundestag gekommen, weil er mal was richtig gemacht hat, nicht? Aber die anderen Länder, das waren so kleine Länder wie Brasilien, Russland, Indien, China, die haben sich auch enthalten bei der Flugverbotszone über Libyen, nicht? Und das Ergebnis war, 2011 hat die Neue Zürcher Zeitung und andere Publikationsorgane geschrieben, dass die Flugverbotszone und den Eingriff der NATO in Libyen etwa 40.000 Libyern das Leben gekostet hat. Das wollen die natürlich alle nicht gerne hören, nicht? Ist ja klar, ist ja peinlich, nicht? Nur um Gaddafi wegzukriegen, 40.000 Todesopfer, ne? Und vor, ich glaube, 1 oder 2 Jahren habe ich sogar einen Artikel gelesen, nicht? Da hieß es sogar, dass dieser Einsatz 2011 nur 120.000 Leuten das Leben gekostet hat. Man muss sich vorstellen, da leben etwas über 6 Millionen, ne? Das heißt, da wird jede Familie von betroffen sein, ne? Ja, die Alliierten, ne? Immer diese Bomben für die Demokratie, ne? Ja. Wie auch immer, da gab es also in der Nummer 299 von Magazin 2000 Plus, ich kann das nochmal in die Kamera halten, ne? Gab es einen Artikel zu dem Thema von mir. Ja. Vielleicht schaffe ich es demnächst, den auch mal auf meiner Foto-Webseite online zu stellen. Bitte sehr. So, und jetzt kommen wir also zu einem neuerlichen Artikel, der ist gerade im April diesen Jahres 2015 erschienen, und zwar mit einem aufregenden Titel, wo ich dachte, hey, da habe ich doch vorher den Joachim gehört, ne? Da hieß das noch ein bisschen anders, ne? Da dachte ich mir, ja, da müssen wir doch mal reinhorchen, ob nun Putin einer ist, der so ist, oder ob Putin einer ist, der so ist, das werden weitere Nachforschungen vielleicht ergeben, oder überlasse ich Ihrem Urteil, er kriegt das mit. Und schauen wir also an, der Titel heißt hier von Georgi Jakolewew geschrieben, Putin erklärt der Rothschild-Mafia den Krieg. Wow, das würde uns allerdings überraschen, aber gucken wir mal rein. Vielleicht ist es ja wirklich so. Also jetzt aus dieser Magazin 2000 Plus Nummer 367, Seite 36 folgende, lese ich also vor. Putin ist einer der wenigen Staatsmänner, der sein Land vor den globalistischen, so zionistischen Machtzentralen zu schützen versucht. Ja, dass er das versucht, das kann man noch nachvollziehen. Ob er erfolgreich ist, ist eine andere Frage, nicht?
Der letzte, der vor ihm diesen Versuch unternahm, war der amerikanische Präsident John F. Kennedy. Ja, der hat ja ein sagenhaftes Schicksal genossen, der Kennedy. Als Putin um die Jahrtausendwende Präsident Russlands wurde, übernahm er einen völlig gescheiterten Staat. Die Oligarchen sind eine winzige Gruppe von Unternehmern, die vom Zerfall der Sowjetunion gewaltig profitierten und daraus Kapital schlugen. Die Bodenschätze dieses Riesenreiches wurden mit Tricks, Lug und Bereicherung, Schiebereien und offenem Betrug an sich gerissen. Sie plünderten die Staatsfinanzen und bereicherten sich skrupellos. Um den Fortbestand ihrer Geschäfte abzusichern, strebten diese Parasiten und Plünderer die Kontrolle über den Staat an. Sie scheuten vor nichts zurück, einschließlich Betrug, Bestechung und Mord. Jeder von ihnen hatte seine eigene kleine Privatarmee. Im Laufe einer in Israel ausgestrahlten Filmserie erzählen sie stolz und ausführlich, wie sie es damals geschafft haben. Russland hat den wohl größten Rohstoffdiebstahl erlitten, der sich jemals in einer so kurzen Zeit ereignet hat. Der während der 90er Jahre entstandene Schaden beläuft sich auf 200 bis 500 Milliarden Dollar. Naja, okay. Ein Bericht zeigt auf, wie sich Privatleute an den russischen Bodenschätzen bereicherten, beispielsweise am schwarzen Gold. Einige Oligarchen kauften das russische Öl im Inland für 10 Dollar pro metrische Tonne ein und verkauften es zum ungefähr gleichen Preis an ihre eigenen Strohfirmen im Ausland. Erst dann verkauften sie Öl für 120 Dollar pro Tonne an fremde Käufer. In vielen Fällen verblieben die gesamten Einkünfte aus solchen Exporten auf ausländischen Bankkonten. Russland hat nichts davon erhalten. Das ist Steuerhinterziehung in Milliardenhöhe. Wichtige Banken und einflussreiche Medien, TV-Sender und Zeitungen wurden 1988/89 beinahe kostenlos an die späteren Oligarchen übertragen, beispielsweise an Boris Berezovsky und Wladimir Gusinski. Mit ihren Medien skandierten sie ununterbrochen Werbeslogans für Privatisierung und Globalisierung. Der russische Präsident hatte seinem Volk schon im Wahlkampf versprochen, falls er als Präsident gewählt werde, sagt Putin in einem Radiointerview, wird diese Klasse der Oligarchen zu existieren aufhören, solange wir keine gleichen Bedingungen für alle schaffen, erklärte er weiter. Werden wir das Land nicht aus seiner jetzigen Misere herausziehen können? Zur Jahrtausendwende kontrollierten 7 Finanziers die Wirtschaft Russlands. Diese Oligarchen wurden im Volksmund die großen 7 genannt. 6 von ihnen waren Marionetten der Rothschild-Familie. Aber Putin schloss den Selbstbedienungsladen und erklärte den Rothschilds den Krieg. Ja, damals schon, muss man hier einwenden. Ne? Wie das heute ist? Ja. Wer hätte damals geglaubt, dass ein Staatsmann in der heutigen Zeit es wagen würde, einem der mächtigsten Männer der Welt, Wladimir Gusinski, Vizepräsident des jüdischen Weltkongresses und Medientycoon in Russland, wegen Milliardenbetrugs verhaften zu lassen? Anstatt dass die jüdische Glaubensgemeinschaft sich von diesem Gangster-Oligarchen distanziert, um das zerbrochene Vertrauen zu kitten und die eigene Glaubensgemeinschaft vor Antisemitismus zu schützen, haben wir völlig verfehlte Reaktionen gesehen. Der Senator von Kalifornien, Tom Lantos, rief nach der Verhaftung Kuczynskis vor laufenden CNN-Kameras dreimal aus, Putins Schicksal ist besiegelt. Ich glaube, Kuczynski ist 2001 verhaftet worden. Und was haben wir jetzt? 14, ne? Ne, 15, Entschuldigung. Ja, also 14 Jahre insgesamt. 14 Jahre später, ne? Also irgendwie muss sich dieser, was war das, kalifornische Senator gehört haben, mit Putins Schicksal ist besiegelt? Stimmt was nicht, ne? Kuczynski, ja, der Fall Kuczynski. Seit Wladimir Putin die Staatsmacht übernommen hat,
hat er mit eiserner Hand die Kontrolle über die Medien angestrebt. Ja, das wird ihm ja heute auch vorgeworfen, ne? Ist klar. Er ließ den reichsten und ambitionierten Oligarchen, Michail Chodorkowski, der seinen eigenen Einstieg in die Politik betrieb, ins Gefängnis werfen und veranlasste einige der anderen zur Flucht. Boris Berezowski ist nach London geflüchtet. Wladimir Gruschinski, der Ex-Vorsitzende des russischen jüdischen Kongresses, lebt heute in Israel. Von Gruschinski stammt der Spruch, wie alle Juden habe ich zwei Heimatländer, Russland und Israel. Nach seiner Anklage wegen Großbetrugs ist ihm in Russland der Boden unter den Füßen zu heiß geworden und lebt stattdessen heute straffrei in Israel. Als Michail Chodorkowski im Oktober 2003 in Sibirien aus seinem privaten Flugzeug stieg, wurde er festgenommen. Er wurde wegen Steuerhinterziehung verhaftet, wie in Wikipedia korrekt beschrieben wird. Was allerdings nicht gesagt wird, ist die Tatsache, dass er bereits im Alter von 40 Jahren dabei war, zum reichsten Mann Russlands aufzusteigen und über ein Vermögen von 15 Milliarden verfügte, das er in der gesetzlosen Jelzin-Ära durch betrügerische Akquisitionen angehäuft hatte. Auf einer Auktion, die von seiner eigenen Bank durchgeführt wurde, zahlte Chodorkowski für Jukos 309 Millionen Dollar. Im Jahre 2003 wurde der Wert derselben Firma auf 45 Milliarden Dollar taxiert, was man jedoch nicht auf Chodorkowskis geniales Management zurückführen kann. Aber es gibt noch mehr zu berichten. Chodorkowski baute sehr beeindruckende Verbindungen im Westen auf. Mit seinen Milliarden, die er letztlich dem russischen Volk gestohlen hatte, gewann er einige mächtige Freunde. Er gründete nach dem Modell der Open Society Stiftung des US-Milliardärs George Soros die Open Russia Foundation. Als Vorstände berief er zwei mächtige Männer im Westen, Henry Kissinger und Jakob Lord Rothschild. Hier ist übrigens ein Foto von Lord Rothschild abgebildet. Anschließend, und natürlich von Putin und Chodorkowski, anschließend entwickelte er Verbindungen mit einigen der einflussreichsten Zirkel in Washington und wurde zum Beirat der verschwiegensten Beteiligungskapitalfirma der Carlyle Group berufen, wo er mit anderen Beiräten wie George W. Bush und James Baker den Dritten an Sitzungen des Gremiums teilnahm. Aber das wahre Verbrechen, wegen dem Chodorkowski hinter russischen Gittern landete, war die Tatsache, dass er sich anschickte, einen US-gestützten Staatsstreich zu inszenieren, um die Präsidentschaft bei den russischen Duma-Wahlen von 2004 an sich zu reißen. Chodorkowski war gerade dabei, seinen enormen Reichtum zum Kauf von genügend Sitzen in den bevorstehenden Duma-Wahlen einzusetzen, um so die russischen Gesetze hinsichtlich der Eigentümerschaft von Öl im Untergrund und der Pipelines zum Transport derselben zu ändern. Darüber hinaus plante er, Putin direkt herauszufordern und russischer Präsident zu werden. Als Teil des Kuhhandels, bei dem Putin die stillschweigende Unterstützung der sogenannten russischen Oligarchen gewann, hatte Putin ein Übereinkommen erarbeitet, das ihnen ihren Reichtum beließ, allerdings unter der Voraussetzung, dass sie einen Teil ihres Vermögens nach Russland zurückbrächten und sich nicht mit ihrem Geld in die russische Innenpolitik einmischten. Einige der Oligarchen waren damit einverstanden. Sie blieben etablierte russische Geschäftsmänner, nicht so Chodorkowski. Zu der Zeit seiner Festnahme war Chodorkowski weiterhin via seinem... Via seinem Carlyle Freund George W. Bush, Vater des damaligen Präsidenten George W. Bush, in Verhandlungen über 40% der Jukos-Anteile entweder an die frühere Firma von Condoleezza Rice, Chevron. Condoleezza Rice war mal Außenministerin oder Sonderberatung
das weiß ich jetzt nicht. Außenminister. Außenminister, ja, gut, dann war sie die Sonderberaterin davor. Oder an ExxonMobil. Dieser Schritt hätte den einzigen Hebel ruiniert, der Russland und Putin noch geblieben war, um die zerstörte russische Volkswirtschaft wieder aufzubauen, Öl und Ölexporte in den Westen über staatseigene Pipelines. Während der folgenden staatsanwaltschaftlichen Untersuchung in Sachen Jukos kam zutage, dass Schodorkowski auch insgesamt schon insgeheim einen Vertrag mit Londons Lord Rothschild unterschrieben hatte, der nicht nur davon handelte, die russische Kultur mit seiner Open Russia Foundation zu unterstützen. Im Falle seiner möglichen Verhaftung, Schodorkowski wusste offensichtlich, dass er mit seinem Versuch, einen Staatsstreich gegen Putin mit dem Feuer spielte, sollte sein 40% Anteil an Jukos in die Hände von Lord Rothschild übergehen. Wenn man das Ganze unter diesem Licht betrachtet, versteht man, warum die westlichen Politiker und Medien gegen Putin hetzen. Der Einfluss der Rothschild-Mafia ist in Gefahr. Jetzt geht Putin sogar in die Offensive und will dem US-Dollar endgültig den Todesstoß versetzen. Das fand ich interessant, diesen Hinweis. Und wie es scheint, wird ihm das auch gelingen. Na, was dem Westen hingegen nicht gelingen wird, ist der Sturz Putins als Folge einer von George Soros und Co. finanzierten Fabian-Revolution. Eine solche Revolution wird es in Russland nicht geben, wie der russische Präsident mit allem Nachdruck öffentlich erklärte. Und Putins Beliebtheitsgrad in der Bevölkerung ist unübertroffen hoch. Also soweit der Artikel im Magazin 2000 Plus. Nummer 367. Nun könnte man sagen, was die Oligarchen anbelangt oder das Vertreiben oder das Besänftigen oder das Verhaften von Oligarchen oder Anklagen von Oligarchen, das ist ja, sagen wir mal, neusprachlich alter Kaffer. Ne? Also wenn man sich überlegt, wann das alles war, das war am Anfang der Regentschaft von Putin. Ne? Wäre schön gewesen, wenn Herr, wie heißt der, Georgi Jakolev mal was zu neueren Sachen, vor allen Dingen zu dem, was ich gerade gesagt habe, nicht? Geht Putin sogar in die Offensive und will den US-Dollar endgültig den Todesstoß versetzen, nicht? Also welche Hinweise hat denn der Autor zu diesem Ding, nicht? Oder hat er nachts mit Neu-Berlin gesprochen? Bitte. Selbst wenn man jetzt einfach mal annimmt, Putin erklärt der Rothschild-Mafia den Krieg, ja, wir haben ja noch andere aus der Gruppe, Rockefeller? Ja, natürlich, selbstverständlich nicht. Also, dass er diese Oligarchen beseitigt hat, das war eigentlich schon vorher bekannt. Interessant wäre jetzt gewesen, was die neuen Pläne von Herrn Putin sind. Aber schon allein die Formulierung der Rothschild-Mafia, der Krieg, das scheint ein fortgesetzter Krieg zu sein. Nicht? Ja, wollen wir mal sehen. Also, ich sehe das natürlich auch aus dem Aspekt von Neu-Berlin. Ne? Wir wissen ja, dass die Amerikaner ziemlich am Ende sind. Ne? 2008 haben die Lehman Brothers an die Wand fahren lassen. Und Gilbert Sternhoff meint, das war das zweite 9-11. Und der hat in seinen Büchern auch geschrieben, es kommt noch ein drittes 9-11, was die Reichsdeutschen inszenieren. Nicht? Die Frage ist, wann? Nicht? Also ich habe ja mal spekuliert gleich, dass das dritte 9-11 schon da ist, nicht 2013, hat nämlich eine Zeitschrift in London darauf aufmerksam gemacht, dass der NSA alle abhört. Und das hat er am 6.6.2013 gemacht. Nicht? Und seitdem ist der Mann auf der Flucht, der heißt Snowden, ne? Der Schneemann. Ja. Und die Folge von Schneemanns Veröffentlichung zu den NSA-Skandalen, es gibt ja jeden Tag fast neue. Nicht? Jetzt haben wir gesagt, ach, der französische Präsident war auch, ne? Alle ne? Abgehört, ne? Auch Privattelefone, das ist nicht nur von Angie. Ne? Das bringt die Leute dazu, und das müssen die Europäer dazu, ne? Den Amis zu misstrauen. Und das ist zumindest ein massiver Angriff auf die Transatlantikbrücke. Ne? Und das gehört durchaus auch zum reichsdeutschen Plan. Jetzt tut er das. Zum sogenannten dritten 9-11 habe ich so mittlerweile eine Vermutung. Aha. Ich habe hier das Buch von diesem Karl Friedrich von Weizsäcker, der bedrohte Frieden, mir mal so ein bisschen durchgelesen. Und er schreibt davon, dass wenn hier die Europazone zusammenkracht, wird die Machtelite da oben, abgesehen davon, dass ihre Privatsöldner irgendwie aufstellen werden, damit sie sich schützen können, werden sie noch den ganzen Zorn und den Hass der europäischen Sklaven, wie auch immer, werden sie umlenken wollen, indem sie künstlich einen sogenannten
also so hat er es geschrieben, nationalsozialistischen Staat aufbauen werden, ähnlich wie damals mit dem Dritten Reich. Sie werden das mit dem Europaparlament und mit dem Lissabonner Vertrag hinkriegen, und zwar ungefähr so zu verstehen. Damals mit dem Versailler Diktat wussten sie ganz genau, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Deutschen nicht mehr können, entweder einen sogenannten braunen oder einen sogenannten roten wählen, damit sie dann ihren Sündenbock in Europa haben. Jetzt haben sie sich gedacht, okay, wir machen jetzt hier diesen Lissabonner Vertrag und wir warten einfach ab, irgendeiner wird ja der Loser sein in Europa, ist wahrscheinlich einer der Südstaaten, vielleicht Griechenland, vielleicht Spanien, ist ja erstmal egal. Auf jeden Fall, jetzt haben sie ihren Sündenbock, das ist Griechenland. Jetzt ist nur das Problem, das haben sie scheinbar nicht bedacht, oder vielleicht steckt da noch ein höherer Sinn hinter, das weiß ich noch nicht so hundertprozentig, aber der dritte 9/11 sieht dann so aus. Wir hören ja andauernd, wie jetzt diese obersten Fuzzis aus Griechenland andauernd nach Brüssel fliegen und denen dann angeblich um neue Kredite anbetteln und mit denen da irgendwas aushandeln. Die setzen uns eher viel mehr noch, also die Griechen setzen uns Europäer unter Druck, indem sie uns andauernd sagen, erlasst uns unsere Schulden oder gibt uns irgendwie einen zinsfreien Kredit, damit wir diese Schulden abbezahlen können, dann nur noch diesen Kredit nach und nach zurückzahlen. Also was genau sie machen, vielleicht weiß ich nicht. Es geht nur darum, wenn wir denen jetzt nicht irgendwie helfen oder ihnen da unten die Lebenssituation besser machen, dann werden die Griechen aussteigen. Dann haben sie sozusagen nach Karl Friedrich von Weizsäcker ihren Sündenbock. Aber die Griechen werden dann erstmal zu den Russen gehen, also Putin, werden sie von ihm einen gigantischen Kredit geben lassen, natürlich ohne Zins, ist klar, zahlen alles zurück bei uns, zahlen ihm alles schön nach und nach ab. Und diejenigen, die sich dann fragen, ja, was haben denn die Russen davon? Ganz einfach, die geben ihnen die kleine Ecke da oben in Griechenland, wo South Stream durchläuft. Und dann hat Putin die Gaskontrolle über Europa mehr oder weniger vollständig in seiner Hand. Das war auch der Grund gewesen, warum er damals Georgien angegriffen hatte. Ich glaube, es war 2008 gewesen, 2009. Weiß nicht mehr genau jetzt. Und deswegen, und wenn jetzt das dann so kommen sollte, das wäre dann aus der Sicht der Amerikaner für die dann das dritte 9/11. Weil dann hätten sie ein Problem, weil allein in Frankreich sind 55% der Haushalte noch Gasanschluss. Wir in der BRD haben in Anführungszeichen zum Glück nur noch 35%. Wir sind ein bisschen zurückgegangen in diesem Bereich. Aber wie viel jetzt in Italien, Österreich, Schweiz, Dänemark und so weiter, das weiß ich jetzt nicht. Ich gehe mal von uns auch mehr als bei uns. Drittes 9/11, ja. Das Problem ist dabei nur, dass man Griechenland nicht rauslassen wird. Ja, okay, das ist selbst, ein anderer selbst, Punkt. Selbst wenn Griechenland das wollte, die werden sich hüten. Die zahlen im Moment 30% Zinsen auf Kredite. Und wenn die jetzt austreten, Russland mal außen vor gelassen, wenn die jetzt austreten, wird es ja für die nicht besser. Die zahlen dann noch mehr, die zahlen 40, 50 oder noch mehr Prozent Zinsen plötzlich, weil sie ja nicht mehr kreditwürdig oder noch weniger kreditwürdig sind dadurch. Sie sind ja nicht mehr in der Gemeinschaft, sie stehen ja dann alleine da. Das ist richtig, aber im Falle Griechenland muss man das dann so sehen, im Grunde genommen sind sie ja in einer Pattsituation, so ähnlich wie damals die Khmer da in Nordvietnam. Ne? Die können ja machen, was sie wollen. So rum oder so rum, ihnen bleibt ja nichts anderes übrig. Irgendwas muss sich ändern. Hinzu kommt noch, dass in dem Moment, wo Griechenland jetzt austritt, ob nun freiwillig oder auf Druck oder wie auch immer, unter welchen Bedingungen, dann ziehen andere nach. Es ist ja nicht nur Griechenland. Auch wenn behauptet wird, dass in Spanien und Portugal und Irland die Situation sich gebessert hat, die sind nach wie vor genauso. Das ist auch richtig. Nicht mit 30%, aber die zahlen 20% Zinsen. Das ist also auch utopisch hoch, nicht rückzahlbar. Und infolgedessen löst man dann eine Kette aus. Und damit würde man die EU und den Euro zerstören. Und das wird die Elite, die sogenannte selbsternannte Elite, mit allen Mitteln zu verhindern wollen. Das ist klar. Es ist schön, dass wir seit 2010 über die 2%, die Griechenland zum europäischen Bruttosozialprodukt beiträgt, ne? Fast täglich Sendungen im deutschen Medien haben. Aber in den letzten drei Wochen ist bei den Hauptsendern ZDF und ARD nicht einmal über den deutschen Poststreik berichtet worden. Davon sind ja ein paar mehr Millionen betroffen. Nicht offiziell hat ja eben in der Bundesrepublik Deutschland 80 Millionen, nicht in Griechenland leben etwas über 10 Millionen. Und ob die nun linksrum oder rechtsrum Geld in ihren Kellern, ne, was gestern ein Experte im Fernsehen sagte, nicht, dass die allein in diesem Jahr schon 90 Milliarden Euros gedruckt haben, die Griechen, um sich selbst zu bezuschussen, ne, was natürlich nicht erlaubt ist, das ist kriminell, um das klar und deutlich zu sagen, nicht, aber naja, wenn Lagarde nicht zahlt, nicht, wenn die Bundeskanzlerin nicht zahlt, dann muss man eben selbst drucken. Ne.
Sparen ist bei denen gar nicht angesagt. Ne? Aber egal, das sind eben Kinderchen. Ja. Schön, dass wir damit von morgens bis abends abgelenkt werden, ne? Von unseren wahren Problemen. Nicht? Denken Sie mal hier an die Bundesrepublik Deutschland. Ne? Da kommt ja kaum was auf die Agenda. Ne? Aber egal. Schauen wir mal. Ich habe. Aber es ist gut, dass wir darüber reden, ne? Weil das eine oder andere. Also, ob die Griechen drin bleiben oder nicht, also ich gehe eher davon aus, dass sie drin bleiben, weil auch es gibt wohl Umfragen angeblich, die, ich weiß nicht, ob die stimmen, dass 60-70% der Griechen Euro haben wollen. Also, und ich glaube nicht, dass auch eine linke Regierung in Athen so gegens Volk regieren würde. Hinzu kommt, die deutsche Wirtschaft wird sowieso sich freuen, wenn die Griechen weiter einen Euro haben, aber volkswirtschaftlich betrachtet von Gesamteuropa spielt es überhaupt keine Rolle, ob die drin oder draußen bleiben. Die sogenannten Propheten, die meinen, dass der Euro dabei umfällt, wenn die 2%, überlegen Sie mal, 2% vom gesamten europäischen Bruttoinlandsprodukt stellt die griechische Wirtschaft her. Das heißt, alle anderen europäischen Staaten, auch die Staaten, die keinen Euro haben, denken Sie zum Beispiel an England, die halten an ihren Pfunden ja fest, ne, machen 98% aus. Also mit oder ohne Griechenland wird Europa weiterhin stabil bleiben. Ich sehe nicht, dass da irgendeine Gefährdung ist. Das ist nur politisches Theater. Ne? Also wie du vielleicht sagst, um da irgendwas Nationalsozialistisches loszutreten oder so, wissen wir nicht. Ich kenne die Rothschild-Bande nicht so genau. Ich habe da auch kein Telefon. Ne? Also, aber hier ist ein nettes Foto von einem der Vorgänger. Ne? Der kam ja mal aus Frankfurt. Ne? Ist ja auch die heimliche Hauptstadt. Ne? Deswegen war die Queen ja auch da. Ne? Ja, nicht nur Berlin. Ja, ich hatte vor kurzem etwas Zeit und habe einen historischen Artikel auf meine Fotowebseite gestellt. Der ist nur insgesamt 2 Seiten lang, aber der hat es in sich. Und zwar ist das der Artikel Der ungesühnte Massenmord von Dresden, also hier auf Seite 6 vom heutigen Infoblatt, von Henry Weil, Sydney, in der Schweizer Zeitschrift Eidgenoss. Und zwar eine Ausgabe von 1986, Seite 4 und 5. Diese Schweizer Zeitschrift, die gibt es natürlich nicht mehr. Und der Dr. Max Wahl, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Ich habe ihn noch persönlich kennengelernt, weil ich mich natürlich gefreut habe, dass ein, in Anführungszeichen, Ausländer, ne, Schweiz, ne, sich so für das deutsche Schicksal eingesetzt hat. Nicht? Ja. Und der war Dr. Jur, der wusste, was er tat, als er das veröffentlicht hat. Zitat, 13.14. Februar 1945 flogen die anglo-amerikanischen Luftstreitkräfte 3 Luftangriffe auf die deutsche Stadt Dresden und töteten 480.000 Menschen. Auf der nächsten Seite schreibt er dann unter der Überschrift 480.000 amtliche erfasste Tote. Amtlich. Wenn der schreibt, der Dr. Jur Max Wahl amtlich, dann muss er da auch eine Quelle zu haben. Der schlesische Dichter Gerhard Hauptmann sprach nach dieser furchtbaren Katastrophe die Worte, wer das Weinen verlernt hat, der lernt es wieder beim Untergang Dresdens. Ja, ich fühlte mich veranlasst. Ich hätte das schon gerne im Februar gemacht, aber ich habe leider immer nur begrenzt Zeit. Ich habe es jetzt gerade vor wenigen Tagen veröffentlicht. Und vielleicht schafft es ja auch irgendeiner, mal bei der Text hier nur in diesen in 2 Zitaten existiert, ansonsten nur fotomechanisch, jemand das auch mal abzuschreiben, weil das gibt es sonst nirgendwo im Netz, diesen Artikel. Vor allen Dingen diese Zahl, 480.000 amtliche Todesfälle, nicht? Also ich war mit Freunden aus der Schweiz vor 2 Jahren in Dresden, zum ersten Mal in meinem Leben, und war in der dortigen wiederaufgebauten Kirche. Vor dieser steht ja ein riesiges Denkmal von Martin Luther. Wir waren auch bei der Gräfin Kosel, eine Tasse Kaffee trinken. Und innen drin sind natürlich in dieser Dresdner Frauenkirche, ne? Ja. Auch Bedienstete der Kirche. Nicht? Und ich habe sogar das übrig gebliebene Kreuz, was mal auf der alten Kirche stand, angefasst. Nicht?
und habe dann dort einen Bediensteten gezahlt. Und der hat natürlich die in der Bundesrepublik Deutschland publizierten Zahlen genannt. 23.000. Er hat gesagt, das kann nicht stimmen. Ne? Ich habe ihn dann mit der Aussage von Dr. Jürgen Max Wahl konfrontiert. Ne? Das konnte der nicht glauben, ne? Aber das war ein Dresdner. Ja? Wenn der schon so alliiert umgeschult worden ist, schwierig. Ne? Jetzt ist ja auch ein neuer Film rausgekommen. Gleich, na, vielleicht haben Sie von dem gehört oder mal reingeguckt. Hellstorm. Ja. Ja? Kennen einige. Gut. Nee. Ich bin gerade dabei, mit einer Truppe zusammen den Film richtig ins Deutsche zu übersetzen. Weil die derzeitige deutsche Variante, die am Ende drum kursiert, ist zwar nett gemacht, also finde ich toll, dass es so eine Privatperson gemacht hat, aber die ist saumäßig. Gut, dann macht ihr das besser. Und da ist am Anfang bei diesem Hellstorm, ne? Hell, H-E-L-L und dann Storm, also wie Sturm, bloß mit O, hat, ich weiß nicht, ist das jetzt ein Amerikaner oder ein Engländer? Ja, ich glaube ein Amerikaner. Amerikaner, nicht? Also der sagte noch am Anfang, also wer die Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder des Dritten Reichs ne, von alliierter Seite sehen will, der soll sich Hollywood-Filme ansehen. Er zeigt das jetzt mal von der deutschen Seite aus. Nicht? Und dann fängt er mit Hamburg an, soweit mir in Erinnerung ist. Und der Bombardierung, das wissen auch die wenigsten, die haben im Juli 1943 Hamburg 3 Tage hintereinander bombardiert. Und soweit ich mich an die Stelle, da war sie noch nicht übersetzt, auf Englisch erinnere, hat er gesagt, ne, also man geht von mindestens 200.000 oder über 200.000 Opfern aus, also Todesopfer, Hamburg schon, Juli 43. Und jetzt kommt es noch besser, 750.000 Wohnungen sind, oder für, nee, nicht Wohnungen, ich glaube 750.000 Obdachlose. Ne? Das heißt, die haben also, das sind die Überlebenden, die dann anschließend Löcher in den Dächern hatten und nicht mehr wussten, wo sie hin sollten. Sieben, und die mussten unter freiem Himmel, na gut, im Juli geht das noch, freiem Himmel nehmen. 750, kann man sich sowas vorstellen? Das wird über einen Amerikaner das erfahren müssen. Mhm. Ja? Jetzt könnte man ja mal an den regierenden Bürgermeister von Hamburg, der heißt zwar anders, aber egal, ja, bei uns heißt er nur in Berlin regierender Bürgermeister. Das haben wir auch schon besprochen. Ja, meine kleine Anfrage stellen, nicht wahr, ob Ihnen denn diese Zahlen bekannt sind aus dem Film Hellstorm. Oder überhaupt, welche Zahlen Ihnen bekannt sind. Aber besser ist, du konfrontierst sie gleich mit dem Film, dann wissen Sie, dass Sie mit Lügen vielleicht nicht weiterkommen. Aber wie schwer das gewesen war, jemanden zu finden, der Churchill übersetzt. Keiner wollte sich bereitstellen, Churchill zu übersetzen. Wieso? Nuschelt der zu sehr? Nee, irgendwie, wir hatten den Frank-Thomas Blüthner gefragt, der hat, aber der meinte nachher, der hat sich einen abgereiert, als er dann das Video gesehen hatte und die Stimme, er konnte einfach nicht, das ging nicht. Das war einfach zu eklig gewesen. Aber er hat es versucht. Habt ihr jetzt aber jemanden gefunden? Ja, wir haben jetzt jemanden gefunden, ja. Na gut. Aber so, Bernd. Das, was Frank-Thomas Blüthner gemacht hat, war auch ganz gut gewesen, aber hat leider nicht erreicht. Wenn er reiert, geht es ja nicht. Bitte. Ja, geht eigentlich darum, der schreibt hier praktisch Dr. Wahl von den 480.000 amtlich Erfassten. Ja. Wie hoch war denn die Zahl der nicht amtlich Erfassten, wo keine Ausweispapiere mehr da waren? Das würde mich mal interessieren. Die müsste dann theoretisch noch höher sein. Ja. Ja, dann kann also sag mal so, 50.000, denn Dresden war voller Flüchtlinge. Ja, natürlich. Ja, die Dunkelziffer soll sich bei Frau Böhm, auch soll sich bei allen gehören. 1 Million, ja. Ja. Schätze ich auch. Ich habe ihn unterwegs. Genau. Ich habe selber vor 2 Jahren einen Kriegsteilnehmer kennengelernt. Da war damals 7 Jahre alt. Und die ganzen Zionistenverbrecher in der Gruppe, auch die Frau Rohasch zum Beispiel, die behalten dann nämlich auch 23.000. Also ja. Und es hätte keine Tiefliegerangriffe gegeben und gar nicht. Und der hat mir mal aus seinem eigenen Leben was erzählt. Da war 7 Jahre alt. Die sind mit Tiefliegern angekommen, die haben die Altwiesen geschossen. Die Tiefflieger kommen zweimal, einmal da jedes Mal in den Badenburg ist, ja. Weil da Badenburg die Einschüsse hatte. Und dadurch ist er praktisch, hat er überlebt. Ja. Das muss irre gewesen sein, ich weiß auch vieles von meiner Oma, was dort praktisch mit der Badenburg eingerichtet worden ist. Und das erinnert mich an das Zitat von Winston Churchill. Wir führen den Krieg gegen Adolf Hitler, wir führen den Krieg gegen das deutsche Volk. Genau. Mhm. Und das noch, sehr gut. Wir noch ergänzen dazu, meine Mutter hat mir damals erzählt, als er aus Schlesien weg musste mit dem Wagen, da haben sie dann so einen Teppich über 2 Planwagen rüber, mit dem ist dann der Knechtner abgehauen, der ist wahrscheinlich der SS in der Armee gerufen, naja, wie auch immer. Jedenfalls, die Engländer, die konnten die Engländer oben in ihren Fliegerkabinen sehen, die waren dicht drüber und haben die Flüchtlingsplätze, obwohl sie wussten, es waren Zivilisten, beschossen. Ja. Das streiten sie heute ab, ja, ja. Das ist der letzte Punkt.
Ja. Das ist doch Irrsinn so weit, ja. Die hat ja mir auch erzählt, ich wusste es gar nicht. Ja, das ist mal die Geschichte schon der Musiker. Ja. Die haben Berlin erst geboren worden. Der, weil wir gerade bei schlesischen Flüchtlingen sind, nicht? In dem Interview mit Ursula Haferbeck, was ARD Panorama geführt hat, da erwähnt Ursula Haferbeck den ersten Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, mit einem Zitat, dass sie ja erhebliche Probleme hatten wegen der 14 Millionen Flüchtlingen aus den Ostgebieten. Also Schlesien gehört dazu. Ich glaube, sie sagt das selber, sie ist auch aus Schlesien vertrieben worden, die Ursula Haferbeck. Und sie erwähnt das dann auch, ne? Stellen Sie sich mal vor, ne? Man würde in ganz Skandinavien sagen, ne? Morgen Abmarsch, ne? Raus aus der Heimat, ne? Ihr dürft 20 Kilo mitnehmen. Alle, ansonsten Wohnungen und Häuser offen, Türen offen lassen. Nicht? Weil so viel Bevölkerung hat Skandinavien, wie damals aus den Ostgebieten gesagt worden, ihr dürft gehen oder selber geflohen sind. So. Und da erwähnt Frau Ursula Haferbeck in diesem sagenhaften Interview von ARD Panorama, dass Adenauer gesagt hätte, von den 14 Millionen Flüchtlingen aus den Ostgebieten seien ja 6 Millionen in der Bundesrepublik Deutschland gar nicht angekommen. Und sie stutzte dann auch über die Zahl 6 Millionen. Ne? Aber heute weiß man, dass 2,5 bis 3 Millionen auf Flucht, auf Vertreibung ums Leben gekommen sind. Nicht? Also 6 Millionen war damals die Schätzung. Und sie nimmt an, dass Adenauer diese Schätzung bekommen hatte von den Westalliierten, also von den Amerikanern. Und das soll er erwähnt haben in seiner ersten Rede, in seiner sogenannten Bernauer Rede 1949. Nicht? Also die Rede hätte ich gern mal. Mal sehen, ob man die vielleicht beim Spiegel findet. Bitte sehr. Bezüglich der 6 Millionen, ein Schelm, der was Böses sich dabei denkt. Hm? Das war ja klar, dass der Reichskomiker sich hier wieder meldet an der Stelle. Nee, aber das sind Dimensionen, die man sich mal vorstellen muss, was damals dem deutschen Volk angetan worden ist. Nicht? Und deswegen, also ist schön, dass hier der Dr. Max Wahl schreibt, Amtlicher. Nicht? Das heißt, da ist noch nach Luft drauf. Ach ja, Frau Haferbeck hat ja gesagt, wir wissen ja die Summe sowieso nicht so genau, weil ja viele noch in den Kellern liegen. Ja, also bei den sozusagen total zusammengebrochenen Häusern, da hat ja keiner sich die Mühe gemacht, ne? Da ist dann Plan gemacht worden und neu aufgebaut. Also die in den Kellern verschüttet geworden sind, sind ja nicht alle immer gerettet worden. Ne? In amerikanischen Zeitschriften auch, wenn man so lange selbst hat, man ja geschrieben, man spricht von 200.000. No? Und dieses nazifaschistische Gesindel, ich sage es ganz offen, mit diesen Regierungsrezessionen, die sind die Hochverräter. Das sind die Holocaustleugner. Das sind die Wahren. Das ist so, weil das der schlimmste Holocaust gewesen ist, dann überhaupt. Ja, ja. Der Holocaust hat in den großdeutschen Städten stattgefunden, selbstverständlich. Ja. Denn die Alliierten haben die Konzentrationslager ja nicht bombardiert. Die großdeutschen Städte, die von einer gewissen Minderheit befreit war, ne, die sind bombardiert worden. Die wollten ja die Arier treffen. Eines der Begründungen war, die Deutschen haben zu Hause Bücher in Eichenregalen. Das brennt wunderbar. Ja, ja. Unsere so Kulturbereicherer aus London und New York. Ne? Ja. Ja, Phosphor auch, ja. Und Adenauer ist dafür verantwortlich, dass der Genozid bis zum heutigen Tag weitergeht. Siehe das Weißbuch zum Generalkriegsvertrag. Das kann ich nur jedem empfehlen. Es ist unabhängig davon, dass es Leute aus der ehemaligen DDR geschrieben haben. Das ist unabhängig davon, aber der Inhalt macht es. Der Inhalt, was da abgeschlossen worden ist. Und Adenauer ist einer der schlimmsten Hochverräter, die es jemals mir mitgegeben hat. Tja, die hatten eben nach 45 das Sagen hier. Was hätte Adenauer machen sollen? Er hatte ja nicht die Mittel, um eine andere Politik durchzusetzen. Die wurde ihm doch vorgegeben. Ja, natürlich, aber er hatte auch keine andere Möglichkeit. Natürlich. Es war keine andere Wahl da. Ja. Na, warte. Es gab immer Möglichkeiten. Der hat uns total verraten mit dem Generalkriegsvertrag. Und man darf es auch Deutschlandvertrag. Das ist der Hochverrat gewesen. Und deswegen haben wir den Zustand, der heutige ist.
Nicht deswegen. Unter anderem Ja, der Krieg ist noch im Gange. Sieger steht noch nicht fest, auch wenn die Sieger behaupten, sie hätten gewonnen. Also deswegen ist das sehr ermutigend, nicht? Also die Aussicht, dass wir vielleicht noch bei der Siegesfeier dann dabei sein werden nächstes Jahr. Ja, wenn Neu-Berlin der Meinung ist, nächstes Jahr ist das richtige Jahr. Ich bin ja nicht der Pressesprecher von Neu-Berlin, auch wenn manche das vermuten. Ja, nee, noch nicht. Und wenn die da sind, dann bitte ich mir erstmal Urlaub. Ja. Ja, noch Fragen oder Ergänzungen in unserer lustigen Runde heute? Wo sind übrigens die Frauen, die fehlen? Ja. Hier ist dazu ein kürzlicher Gedanke gekommen. Wenn immer gesagt wird, wenn jetzt Außerirdische plötzlich hier landen mit ihren Flugscheiben, das wäre der große Kulturschock. Da würden alle in Panik verfallen. Ja, ja, natürlich. Ist doch alles Quatsch. Wenn Außerirdische kämen, es gibt so viele Filme, die sich mit dem Thema befassen, da würden alle die Schultern zucken und sagen, ja und? Ja, genau. Aber wann würde denn tatsächlich der Kulturschock stattfinden? Ja, wenn ja plötzlich wieder unsere Abgesetzten auftauchen, dann würde für viele tatsächlich eine Welt zusammenbrechen. Wenn die außerirdischen UFOs Balkenkreuze und Hakenkreuze haben, dann geht es. Das ist der eigentliche Grund, warum immer wieder der Außerirdische vorgeschoben werden und uns der Kulturschock da vorgegaukelt wird, dass die nicht landen. Ich meine, selbst der Papst grüßt ja schon unsere Freunde im Weltall und so weiter und so fort. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, vor 100 Jahren, da wäre irgend so ein Katholik oder ein Jude oder ein Muslim, die wären allesamt in Ohnmacht gefallen, wenn die dann gekommen wären, diese Außerirdischen. Heute, wenn dann der, was ich, grüne Männchen da rauskommen würde und klick, klack, irgendwas davon sie geben, dann würde der Papst sagen, jo, na endlich seid ihr hier. Ja, aber die grünen Männchen sind das ja nicht. Das sind ja die großen Blauen mit den blauen Augen. Ja. Oder entsprechend. Also wer darüber noch nie was gehört hat, für den ist es ein Schock, natürlich. Ja. Aber für die anderen, die gehört haben, so ist das nicht so schön. Ja, an junge Leute. Die gehört haben, die gehen da sofort hin und sagen, ihr seid endlich da. Das ist einer der Gründe, warum das Neuschwarmland-Treffen überhaupt existiert. Ja, ist der Grund, ist für die Aufklärung, wie Joachim mehrfach gesagt hat, damit wir möglichst viele auch in diesem BRD-System retten. Also nur weil unsere Regierung uns nicht richtig aufklärt, heißt das ja nicht, dass wir das nicht selber machen können. Erstens, ja, ich habe ja viele Themen in den letzten Jahrzehnten gemacht. Ne? Manche können sich noch erinnern, ich habe am Anfang Alternativen zu Krebs gemacht, dann habe ich die AIDS-Propaganda nicht gemacht und so weiter. Und genauso mache ich jetzt das Deutsche Reich, damit möglichst viele vorher Bescheid wissen und dann nicht auf einmal vor Schreck tot umfallen. Also man muss mir ja nicht mal glauben, müssen wir vorstellen, ich habe so einen simplen Job. Ja? Ich brauche keine Bestätigung, ich brauche nicht mal glauben. Aber wenn man einmal vom verrückten Schmidt gehört hat, der über Reichsdeutsche redet, nicht wahr? Dann ist man ja gegen die Schocks, die Hammer. Wer weiß, wer Hammer ist, ja, wissen wir das ja, eine neue Medizin, ne? Dann ist man ja da ein bisschen abgesichert. Dann kann man nicht total überrascht werden, auf dem falschen Fuß erwischt werden, wie Hammer immer da schreibt. Ne? Ja, hat der blöde Schmidt ja doch noch recht. Oder jetzt muss ich ja schon sagen, die beiden Schmidts haben ja doch noch recht. Nicht? Das muss man sich mal vorstellen. Ja? Ja gut, schauen wir mal. Wir werden ja sehen, ob es passiert oder nicht. Und ob das Neuschwarmland-Treffen noch ins 14. oder 15. Jahr gehen muss, keine Ahnung. Ne? Ich weiß es nicht. Weil ich wollte einfach relativ von meiner Sicht, als jetzt ja erstmal euer Treffen, was hier stattfindet, oder was ich weiß, wie man sagt, in dem Sinne, so oft ja noch ein Tolle, wo der gut reagiert. Ja, mit was? Diesen lächerlichen Film, wie hieß der dahin? Wo die Reichsdeutschen mit UFOs vorstellen. Ach, hier. Iron Sky. Iron Sky. Iron Sky. Ja. Ja. Wir ziehen das damit im Prinzip erstmal ins Lächerliche. Ja, natürlich. Aber die haben das rausgekehrt. Ja, natürlich. Das ist die Kehrseite. Dort sind die Situation mit dabei gewesen, die irgendwie was mit dem Ganzen zusammenspielen. Es war bloß nicht im Endeffekt Hollywood, weil das waren die Finnen, die haben Iron Sky gemacht. Auch wenn sie aus. Ich habe bei einem der Sponsoren des Films habe ich gelesen, Commerzbank Berlin. Aber ist halt gefallen. So. Wie kommt die Commerzbank Berlin, ne, Iron Sky, ne, möglicherweise 50.000 Euro oder so zu geben? Ja, ja, die haben zu viel Neuschwarmland-Treffen gesehen. Keine Ahnung. Ja. Haben gesagt, ne, da müssen wir mal das lächerliche Programm, ne, machen mit Iron Sky. Aber der, so schlimm der Film ja für manche nationale Leute, tschüssi, ist, nicht? Verstehe ich ja auch. Es ist ein Tabubruch.
Der Film ist nicht der übliche Film über Altnazis, das damalige Reich, nein, er ist über Mondnazis. Und das ist der Tabubruch. Das haben die Finnen wunderbar hingekriegt. Es gibt auch ein, zwei Nachahmerfilme amerikanischer B-Movies, nicht? Aber da ging es der Finnen-Film also super gegen. Nicht? Vor allem mit Thilo Pückler. Das ist ein Computer. Als der verrückte Professor da. Super, ja. Ja, dann erstmal danke für Ihre Aufmerksamkeit. Als die Nachricht vom Mauerfall kam, da freute ich mich über alle Maßen. Endlich hört diese dämliche alliierte Teilung auf. Endlich. Dieser unnatürliche Zustand von den Alliierten verursacht. Ich mache das aus Liebe zu meiner Heimat. Deswegen mache ich diese Aufklärungsarbeit, um vorzubereiten, möglichst viele Brüder und Schwestern auf die Reichsdeutschen. Weil ich weiß, was passiert, wenn man so einen Schock, das wird ein Schock werden, wenn die kommen, denken Sie an Dr. Hamer, Neue Medizin, der redet ja gerne von Schocks, wenn das die Leute unvorbereitet trifft, weil die alliierte Propaganda ist ja aktiv. Jeden Tag gibt es auf mindestens 3 Sendern Filme über das böse Deutsche Reich. Ich bin das gute Deutsche Reich. Ich bin dafür, dass wir mehr über das gute Deutsche Reich sprechen und Aufklärungsarbeit machen, so wie Meinolf es vorschlägt. Wir müssten viel mehr von seinen Zeitungen verteilen können, damit wir auch den Leuten sagen können, dass die da sind. Denn wenn die kommen mit ihren Hakenkreuzen, die werden kommen, können Sie sicher sein. Ja, dann werden viele sich hier schämen, dass sie 60 Jahre alliierte Scheißhauspropaganda geglaubt haben. Und viele werden vor Scham leider sterben,